Servus und habe dir. Ja, einmal ein ungewohnter Blick. Ich stehe relativ früh in der Taverne und ja, da schau an, die ersten kriechen aus den Betten. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind hier in der Taverne und das hat einen Grund. Und zwar ist das Ding hier Putu. Putu. Ja, das werden wir jetzt mal schnell reparieren. Und dann werden wir noch was kochen. Denn, zack, jawohl, ist wieder alles gut. Kann man wieder alles benutzen. Sehr schön. Okay, ja. Ich habe nämlich ein bisschen was dabei. Und zwar habe ich ein wenig was eingepackt. Wir haben noch ein Fleisch dabei, gebratenes Fleisch, Zwiebeln, hölzerne Schalen und Teller. Und ich würde jetzt einfach diese Zwiebeln mit dem Fleisch hier noch verbraten wollen. Genau. Und ab dafür. Ja. Wir stellen mal schnell ein bisschen was zu essen her. Und ja, jetzt ist es raus. Anscheinend kommt irgendwann Ende September die Version 1.0. Inklusive Banditen und noch ein paar andere Dinge. Vielleicht verlinke ich euch dann auch noch den Trailer. Finde ich persönlich richtig cool. Wir sind dann raus aus dem Early Access und sind dann das Spiel richtig voll vorhanden. Und das finde ich super genial. Genau. Ist ein bisschen schade, dass es ein Early Access jetzt schon verlässt. Aber that's life. Und wir gucken mal, wie weit wir kommen. Bis in Ende September rein. Allzu lang ist ja das nicht mehr. Wir haben ja schon Ende August. Genau. Ja, was steht heute an? Ich habe einen coolen Tipp gekriegt. Weil dir irgend so einen Fritzen und steck den in irgendein Haus mit einem Blick auf die Bienen. Und das heißt, ich brauche irgendeinen Mitarbeiter, der oder ein. Ich brauche einen Dorfbewohner, der dann mir mein Zeug ja, mit den Bienen handelt, weil selber anscheinend ist nicht. Finde ich ein bisschen schade, aber okay. Ich meine, ist so. Ja, gegessen habe ich schon, wie man sieht, trinken muss ich noch, aber das sollte nicht mehr das Problem sein. Hier ist Fleisch mit Soße. Ah, wir haben noch so viel Zwiebeln. Man müsste ja nur schnell 35 von diesen. Wie haben wir denn eigentlich jetzt an Essen? Wir gucken mal schnell. Was haben wir denn? Futterage? Ja, komm. Da kommen wir von da bis nach Nebraska und wieder zurück. Also, mein Essen scheitert es mal nicht. Holz schaut auch gut aus. Die Steuern werden immer mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Es wird immer mehr, um Gottes Willen. Ja, was machen unsere Tiere? Die Hühner, das sind alles noch Küken. Die werden wir noch nicht verkaufen. Die Gänse. Oh, da schau an. Wir haben auf jeden Fall schon Küken drin. Wie schaut es mit den Schweinen aus? Auch gut. Hier haben wir nämlich das Ferkel. Da werden wir auch mal eins verkaufen. Ein Bock, ein Schaf. Da müssen wir warten. Bei den Pferden. Ja, da weiß ich gar nicht, ob das wirklich so geht, dass man da eine Stute und einen Hengst kriegt. Also, zwei Fohlen oder ein Fohlen. Aber das werden wir sehen. Da könnte man nämlich auch was verkaufen. Das wäre natürlich richtig lukrativ. Aber naja, machen wir mal gucken. Ja, feldertechnisch sollten die eigentlich durchkommen. Der Obstgarten hier ist so weit weg. Den könnten wir uns mal angucken. Halt, ich wollte. Ja, ja, gut, dass das Pferd wiehert. Ich habe ja hier noch. Ach, ich verbrutzel die Dinger noch. Komm. Ist doch gleich erledigt. 35. Drip, drip, drip. Dann haben die auf jeden Fall so viel zu futtern. So, zack, stopp, stopp, hierhin. Glück. Ey, Karamba. Das war auf jeden Fall noch nicht durch. Sind es noch 34, kriegen wir hin. So, auf geht's. Genau. Durch das, dass er jetzt das Ding den Early Access verlässt, finde ich, ist wahrscheinlich nochmal so ein richtiger Hype für das Spiel da. Ich persönlich finde das Game absolut genial. Es ist richtig cool. Und ich bin ja eigentlich seit wirklich an Beginn dabei. In den ersten Versionen war es noch ein bisschen tricky und buggy.
Aber mein Gott, kommt, ist so und ist echt gut geworden. Also ich finde es genial gut. Jo, jetzt kochen wir das mal hier raus, hauen dann die Suppe durch und dann müssten wir uns langsam aber sicher um die Klamotte kümmern. Das ist dann das Nächste. Wenn dann nur so ein paar Klamotten fertig sind, also das kann ich eigentlich schon mal vorbereiten heute Nacht, dass wir morgen die Klamotten miteinander machen können, weil ihr seht ja, das dauert hier ewig. Aber nichtsdestotrotz, wir verklopfen jetzt gleich nochmal den Kalkstein, dass wir wieder die Häuser ein bisschen weiter isolieren. Gucken mal, was sonst noch so alles los ist. Und ich glaube, wir haben zwei Quests zum Abliefern bei uns im Dorf. Und das sollte man dann doch irgendwie hinkriegen. Boah, genau. Oh, das wird nimmer Medium, solange wie das dauert. Aber egal. So. Ach, mir brennt es unter den Fingernägeln. Wir machen jetzt das gebratene Fleisch, lassen das alles in der Kiste und gucken mal, ob wir dann heute Abend, weil sonst, das ist ja Schmarrn. Da kommen wir nicht auf den grünen Zweig. Genau, so machen wir es. Komm, pass mal auf. Na gutste, hier ist das gebratene Fleisch. Da hast du die 35 Teller. Da sind die Zwiebeln dazu. Der Rest kommt weg. Genau. So, mir brennt sie unter den Fingernägeln. Das mache ich später. Naja, ich weiß schon, immer diese Schieberei da. Aber ich kann ja auch nicht aus meiner Haut. So, zack, das noch da rein. Bidim, bidim, bidim. Entlang an unserem... Ja, aber Terry, steht's herin, die Gutste. Gut, zack, zack und... Die Stücke haben wir auch raus. Ah ja, genau. Hier wollte ich mal gucken. 28 Steinäxte. Ich habe ein paar Steinäxte gebastelt. Spitzhacken haben wir auch viel genug. Taschen haben wir nur noch 9. Steinmesser. Okay. Steinmesser können wir dann auch mal ein paar machen. Den hier nehmen wir uns jetzt auch mit. Den nehmen wir uns mit. So. Sehr schön. Und auf, auf. Wir renovieren. Halt nein. Wir upgraden. Ich glaube, dieses Häuschen hier haben wir angefangen. Genau. 1, 2. Sehr cool. Hey, wir haben ja noch richtig viel. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Ja, so kann es weitergehen. Dann brauchen wir auch weniger Brennholz. Und unsere zwei, ja, wir nennen sie mal ganz vorsichtig, sehr guten, sehr, sehr guten. Sieht gut aus. Sehr, 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 sehr guten Holzfäller. Die kriegen das dann auch hin. Gut, wie sieht es jetzt hier drin aus? Die haben alle noch ihr Zeug. Jawohl, die arbeiten. Ich glaube, die arbeiten auch alle unter Hochdruck. Ah, genau. Und, sehr schön. Schaut mal, die habe ich schon eingesammelt. Die habe ich so ziemlich alles eingesammelt, was geht. Genau. Die haben auch schon die rote Beete eingesammelt. Ich weiß gar nicht. Wir gucken mal kurz, was sie denn aussehen können. Das ist immer ganz cool. Also sie können Roggen aussehen und Winterweizen. Mal gucken, was sie kommen. Genau. Und hier, genau, die Ernte, glaube ich, ist aber im Sommer schon passiert. Weil an den Bäumen hängt ja nichts mehr dran. Oder die haben das jetzt wirklich jetzt noch gemacht. Ah, da habe ich eine Lücke. Was mir denn da passiert? Naja, kann man rausschießen. Gut. Das hier ist auch echt cool geworden. Ich möchte dann auf jeden Fall noch einen Haufen von diesen Stehlampen. Also diesen Laternen. Genau. Hier hinter möchte ich noch zwei Beete und dann noch ein paar Beete. Das ist so Apfel-Dingsbums-Bäumchen. Mhm. Sehr cool. Da fällt uns auf jeden Fall schon mal irgendein Schmarrn ein. So, genau, da ist nichts mehr dran. Ich hoffe, die haben das alles ja, mit geerntet. Wenn nicht, schade, haben wir dann übersehen. Gut, wir brauchen auf jeden Fall auch Messer. Wir können dann mal die Axt können wir wegtun.
Hier sind auch noch so viele Häuser, die renoviert werden müssen. 1, 2, 3, 4, 5. Hey, Jordi. Habit Daddy. Hm, alles gut? Ja. Tolles Pferd. Da brauchen wir irgendwann mal einen Sattel und ähnliches. Gut. Ah, ja. Ich wollte eigentlich hier dann auch noch irgendwann mal den Kuhstall hinbauen. Hm. Kuh muss man haben. Kriegen wir aber auch irgendwann im Laufe der Zeit hin. Dann, wie machen... Macht ihr was oder macht ihr nichts? Alles gut? Ich wollte mal gucken, ob denen irgendwie Werkzeug fehlt. Gewinnung, Grabungsschuppen. Die brauchen Spitzhacke oder Schaufel. Da ist alles da. 0,55. Okay. Wie sieht es bei ihm aus? Warte. Oh, zack. Ja. Und ich glaube, wir haben auch noch... Schaufeln brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ton kommt später, wenn alles renoviert ist. Die Fischerhütte... die hat kein Werkzeug mehr. Angel, Speer, Messer. Angel, beschädigt, kein Werkzeug. Sind alle Messer jetzt weg? Nee, aber der Angelspeer. Angelspeer, glaube ich, ist das Problem. Gut, kriegen wir hin. Wie sieht's hier aus? Die können nichts machen... Weil Rocken keine Ressource, Dünger keine Ressourcen. Okay. Ja, das ist mir egal. Das ist, ganz ehrlich, das ist wurscht. Das ist egal. Das passt. Wie sieht es hier aus? Zack. Keine Ressourcen, Rocken. Ja, okay. Da kann ich mich drum. Oh, hier ist auch was defekt. Der Schweinestall ist defekt. Schweinestall und Fischerhütte, die müssen repariert werden. Gut. Und im Gänsehaus? Im Gänsehaus ist ja niemand. Das ist ganz schlecht, weil dann hungern die. Und das wollen wir eigentlich nicht. Ist im Gänsehaus keiner? 1, 2, 3. Im Gänsehaus ist kein Mitarbeiter. Hallo? Wo sind denn unsere Gänse? Gänse. Die waren hier irgendwo, gell? Ja. Haben die denn überhaupt noch Futter? Rein damit. Ja, der ist noch 90 voll. Haben wir denn schon wieder Nachwuchs? Gucken wir mal. Wir schon wieder Nachwuchs. Nochmal zwei. Also jetzt wird es aber hinterher von. Eieiei. Naja, doch cool. Ich meine, die arbeiten nicht und hin und her und brauchen viel Futter, aber schaut mal. Nahrungstechnisch mache ich mir jetzt keine Sorgen. Und den Rest. Den kriege ich schon irgendwie geregelt. Also an dem soll es mal nicht scheitern. Jetzt machen wir die Fischhütte ganz, dann den Schweinestall. Also erst den Schweinestall. Wir sind gerade hier. Ich denke, wir brauchen Stöcke. Zack, zack. Die holen wir uns jetzt einfach so. Wir gucken mal kurz. Zwei, zack. Reparatur. Ja, Stöcke. Gucken wir mal hier. 1, 2. Einen noch. Komm, irgendwo muss da noch ein Stock rum. Ah, da. Guck an. Zack. So, und dann haben wir hier oben das Reetdach, 2 Stroh. Ja, das kriegen wir hin. 2 Stroh, 2 Stroh. Da steht das Schaf bei den Hühnern. Und blägt. So. Also das wird immer mehr und mehr und mehr und mehr und Stroh. 2 haben wir gesagt. So, und ab die Post. Und dann gucken wir uns mal unsere Fischehütte an. Aber da denke ich, ist es das Gleiche. Das ist Fischehütte 2. Da brauchen wir kein Stroh mehr. Nee, Jägerhütte 2. Fischehütte ist 1. Das heißt, wir nehmen Stroh mit. Hätten wir uns gleich ein bisschen mehr mitnehmen können. Zack, ganz runter. Stroh. Wir brauchen Stroh. Das muss reichen. Haben wir noch Stöcke? Ja, haben wir auch noch. Sehr schön. Dann nehmen wir mal so viel mit und ab die Post. So. Runter zur Fischhütte. Die noch reparieren.
dann fülle ich auf jeden Fall, also das muss ich mir jetzt merken, ich muss immer wieder, Wasserpuste, ich muss hier was trinken, schau hin, das ist genau die richtige Richtung. Top. Ah ja, sieht man hier, vielleicht ist es auch nur der Skabot. Das wäre natürlich auch nicht schlecht, aber wir kontrollieren alles. Sehr schön. Ne, ist alles gut. Gut, dann, ei, schön, gefällt mir sehr gut. So, vielleicht die Fischerhütte 2 dann geradeaus raus. Genau, dann müssen wir nicht so weit laufen, haben wir nicht so einen großen Umweg. Sollte dann auch passen. Gut, dann packen wir das Stroh wieder weg. Stock und Stein. Messer sind noch 3 drin. Wisst ihr was? Ich baue noch... Oh, 18 Kalkstein schon wieder. Na, dann lass mal drin. Das ist wurscht. Leder haben wir... wir haben nicht mehr so viel Leder. Ich würde jetzt sagen, wir packen das jetzt weg. Die Steine, diese... Es passiert irgendwo hier, irgendwann. Jetzt schauen wir mal, wie es ausschaut. Die haben, der Pferch hat kein Werkzeug, eine Schere. Okay, das ist mir egal. Beziehungsweise eine Schere, glaube ich, kann man mit Kupfer herstellen, oder? Eine Kupferschere. Und die hat kein Angelspeer und kein Messer. Angelspeer, glaube ich, war Stein, Garn und ein Rundholz. Wenn mich nicht alles täuscht. Rundholz. Ich nehme mal 2 Rund, nehme mal 3 Rundholz mit. Steine nehme mal 10 mit, vorsichtshalber. Genau. Stock. Ach komm, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, vorsichtshalber. Ich hätte einfach einpacken sollen. Und ein Garn war das, gell? Wolle, Leinfaden. Haben wir noch Leinfaden? Ja, haben wir auch noch. Da weiß ich es auch nicht, also nochmal 5 mit. Okay, und ab die Luzi. Ab geht die wilde Luzi. Und rauf in die Schmiede, glaube ich, war das. In der Werkstatt nicht, in der Schmiede. Puh, ich war wieder nicht trinken. Ey, caramba. So, Steinwerkzeug. Ja, Mann, kann ich da jetzt... Ach, ich kann sogar 3 Angelsperre bauen. Dann machen wir 3 Angelsperre. Auch nicht schlecht. Et voilà. Ist rum ums Eck. Dann auf. Genau. Also immer wieder mal ein bisschen was bauen. Ja, ganz ruhig. Wir haben jetzt da rein. Die ganzen Mats weg. Und dann kümmern wir uns um die 2 Quests, die wir noch haben. Die müssen nämlich auch noch gemacht werden. Und trinken muss ich noch was. So, Angelspeer. Zack. Jetzt hat die auf jeden Fall wieder Werkzeug. Angelspeer, Leinfaden, Stein und Stock. So. Dann die Schere. Ah ja, genau, da war noch die Schere. Genau, im Pferd gibt es die Schere noch. Und ja, die Näherei hat keine... Das ist aber meine Frau, das ist okay. Bienenstock hat keine Mitarbeiter, das Gänsehaus hat keine Mitarbeiter. Da müssen wir echt gucken, dass wir da nicht irgendwo Steuer... Oh, ich krieg von denen... Naja, das kostet Steuer. Kostet Steuer. Ja, es ist einfach riesig. Ja, ist wie es ist. Die Steuer wird uns nicht umbringen. Gut. Dann... legen wir los. Ab. Trinken. Ah, und es soll irgendwann mal einen Brunnen geben. Den würde ich natürlich auch irgendwo oben am Marktplatz dann hinbauen. So wie sie es gehört im Mittelalter. Der Markt. Zack. Und dann hier rein. Einmal tauchen. Sehr schön. So, wir sind auch gewaschen. Da muffeln wir nicht da so. Ich glaube, im Mittelalter, die Leute haben gerochen. Ich will jetzt nicht sagen brachial, aber ich glaube, die hatten schon das ein oder andere Näschen. Halt, da sind wir daheim. Das unbedingt
Ich glaube, geschlossen sein musste. Hier haben wir einen und hier haben wir einen. Okay, dann machen wir den hinten an der Scheune zuerst. Genau. Da, 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 da. Schau mal, das sind Stöcke, die kann ich einfach nicht stehen lassen. Ich kann nicht aus meiner Haut. Bitte vergib mir. So, da ist irgendwie, ich glaube, der hier, der Hunemir. Nö, der Hunemir nicht. Leb wohl. Wer denn dann? Nö. Ach, der Eckbert. Eckbert. Kann ich dir bei was helfen? Ah, kannst du mir einen Trinkschlauch besorgen? Klar, bin gleich wieder da. So, Trinkschlauch ist kein Problem. Den haben wir im Lager. Den haben wir im Lager. Der ist zwar nicht ganz voll, aber das ist egal. Ich glaube, der ist sogar hier im Lager. Blub. Da ist er. E voilà. Schauen wir mal schnell. Warte mal. Äpfel, Birnen sind. Ja. Die haben geerntet. Also wir haben ohne Ende hier Kirschen. Schaut euch das mal an. Boah. Pflaumen, die müssen weg. Und ich kann keinen Saft daraus machen. Okay. Oh. Die Samen haben da nichts drin verloren. Schaut mal, hier unten, da sind Kohlsamen. Die müssen wieder raus. Die müssen nämlich das dann wieder säen. So, jetzt gehen wir das mal ab. Kohlsamen machen wir da noch schnell rein. Also mein Gutste, du stehst da ein bisschen unpraktisch. Mit Kohlsamen, Kohlsamen, Kohlsamen. Blapp, blapp. So, zack. Ab durch die Mitte. Sehr schön. Eckbert. Eckbert, Eckbert, Eckbert. Da ist er her. Du hast es. Ist mir recht. Danke. Oh. Danke für deine Mühen. Danke. Schön. Danke, dass wir Arbeit helfen. Hier, das ist für deine Mühen. Okay. Oh. 99 Münzen. Danke. Das war jetzt gar nicht so schwer. Dann auf. Zu unserem nächsten Patienten. Ich könnte natürlich auch immer das Pferd nehmen, aber bis ich da oben bin auf dem Pferd, dann losreite, dann wieder korrigiere und ähnliches, dabei bin ich ernsthaft so schneller. Also zumindest kommt es mir vor so. So, da, ich glaube, der hier ist es. Die hier, schon wieder. Ja, Rudolfina, was ist denn los? Könnt ihr denn Hilfe gebrauchen? Was gibt's? Ich bin dabei, auf die Jagd zu gehen. Aber mit der Ausrüstung. Sicher, was brauchst du denn? Zeit zum Jagen. Ja, praktisch wieder einen langen Bogen. Also Mädel, jetzt wird es aber hinterher fahren. Haben wir mir denn nicht erst einen Bogen geben? Ich habe doch erst einen Bogen gemacht für die Gutste. Schauen wir mal schnell. Ich glaube, die brauchst du wieder einen Bogen. Liefere. Ein Steinmesser. Ja, das kriegst du so nebenbei. Pass auf. Zacka, zacka, zucka, zacka. Da haben wir ein paar Stöcke, wenn wir denn schon dabei sind. So, zack, ein Stein, zwei Steine, drei Steine. Also im Winter wird wieder Stein gesammelt ohne Ende. Weil, ja, es ist irgendwie ein bisschen arg wenig. Jetzt pass mal auf, jetzt bauen wir uns da mal ein paar. Die brauchen wir eh wieder ein bisschen. Können wir mal drei Stück machen. Die anderen bringen wir dann runter in unser Bäuschen. So. Dann hätten wir das mal. Jetzt können wir das auch abschließen. Gibt mal wieder Reputation. Reputation. So. Bist jetzt du in die Jagdhütte rein? Hallo? Oder Fina? Nö. Musst du denn jetzt hin? Ich möchte auf die Jagd gehen. Die ist gut. Und da ist da hochgerumpelt. Eieiei. Dann mal langsam machen. Ich kann einfach nicht langsam. Es geht nicht. Eieiei. Jawohl. Und. Schieß. 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 Ist jetzt. Hat es jetzt das umgebracht? Ich würde ja nicht bei der Jagd stören, aber. Irgendwie, du schießt ihm ins Leere, da fällt keiner um. Zack. Ist er jetzt umgefallen? Na, auch nicht. Immer noch machst du eine gute Figur beim Bogenschießen, aber. Geh mal her da. Oder Fina? Hier. Hier etwas Gold für deine Mühen. Hey, sehr schön. Schon wieder. Oh, 125 Münzen.
Oh, das ist echt nicht schlecht. Also mal unter uns, das ist wirklich gut. Haben wir noch ein paar Quests? Also, halt. Nee, okay. Weil ich möchte halt einfach nicht so weit rumpeln, aber das ist cool. Also das geht echt gut. Das machen wir bei uns im Dorf. So. Jetzt nehme ich noch ein paar Steinchen mit. Weil wenn ich denn schon Steinmesser mache, dann mache ich gleich noch breitwegerig Stein. Stock und Stein. Da haben wir noch einen Stein, da liegt Stock, Pilz, nee. Hier haben wir noch einen Stein. Da machen wir jetzt nämlich hier noch ein paar Stücke einsammeln, ein paar Steinchen. Karamba. Pilz, Stein. Ich will Pilze will ich eigentlich nicht. Noch nicht. Wir brauchen sowieso jetzt da noch ein paar mehr Häuser. Wir brauchen auf jeden Fall ein paar mehr Häuser. Jetzt haben wir wieder Stein. Also wenn es so einfach zum Finden sind, dann nehmen wir sie natürlich mit. Wie schaut es aus mit dem Hopfen? Hopfen ist nicht fertig. Oder ist fertig oder ist schon geerntet. Soll mir recht sein. Genau. So, dann ab in das Lager. Da bauen wir jetzt noch ein paar Messer. Und dann habe ich dich nicht gerade... Na egal. Genau. So, dann bauen wir noch ein paar Messer. Die klopfen wir dann da rein. Dann haben wir extra Messer. Bogen brauchen wir nicht, aber Angelsperre. Da müssen wir gucken. Haken, Sicheln und den ganzen Zeug. Und Taschen. Taschen sind ganz wichtig. Gut. Dann hätten wir das. Und dann raus damit. Oh, ich habe bitterer Röhrenpilz. 50 Vergiftung. Das braucht doch kein Mensch. Wo ich denn die vom Fleisch her? Ach, waren die vielleicht, Och, die könnten wir uns rausputzeln, ha? Huh? Oh, den Trinkschlag, schau mal. Den müsste man nur mal auffüllen. Ach, egal. 7, zack. Und sobald wir unsere Mine haben, wir füllen jetzt den Trinkschlag auf. Obwohl, ach komm. Rein da, verhält er sich lang. Das Wasser, ein Trinkschlag, zack. Gut, dann hätten wir das auch. Den Breitwegerich, den, ja egal, Fleisch haben wir hier rüber. Ah, die Zeit verrinnt. So, dann würde ich sagen, schauen wir mal kurz, ob die schon was verbrutzelt hat von dem, was sie da drin hat. 35, nö. Da ist noch nichts verbrutzelt. Sehr gut. Siegfrieda, jetzt pass mal auf. Achso, nö. Da gibt es nichts Interessantes. Dann ist es gut. Was brauche ich denn als nächstes? Wir gucken mal kurz in unser Journal. Da ist nichts. Da der Unigostel hat hier, weiß ich nicht, Kapitel. Da sind wir durch. Genau. Nebenquests haben wir gerade keine. Herausforderungen auch nicht. Was sind das? Ach, das waren hier die ganzen... Ah, das sind hier die ganzen Dinger, die wir angewählt haben. Winter 2, Frühling und im Winter 2 hatten wir was. Herbst 3, Winter 4. Das ist ja interessant. Unsere ganzen... Wasser? Ah, Essen? Ach, ist es Wissen? Gescheiterte Quests... Ah, hier haben wir es, genau. Die Story-Quest ist nämlich durch, glaube ich. Das hier sind auch 10. Die haben wir auch durch. Mhm. Die Story-Quests haben wir Alvens Geschichten durch, Unigostel, da warten wir halt jetzt noch auf weiteres. Und hier haben wir, ja, also viel habe ich da noch nicht geschafft, wenn ich ehrlich bin. Aber egal. Ich meine, dafür haben wir ein schönes Dörfchen. Ist doch auch was wert. Genau. Gut. Jetzt mache ich noch was zu essen. Machen wir natürlich noch einen coolen Screenshot von unserer Taverne aus. Ich finde ja unsere Taverne arschcool. Ohne Scheiß. Das ist der Hammer. Irgendwie, gibt es denn da irgendein cooles Fleckchen? So. Wow. Ist das cool? Ja, das ist cool. Sehr schön.
So muss es sein. Das ist aber ein schöner Herbsttag. Noch ein bisschen. So, sehr cool. Genau, ja. Dann schaue ich mal, dass ich jetzt noch ein bisschen was koche und die Sachen fürs Nähen herrichte. Genau. Das heißt Flachs spinnen und so Zeug. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Und für die, die immer noch kein Abo da lassen haben, aber immer da sind zum Gucken, lasst doch ein Abo da. Seid ihr wenigstens am Laufenden. Naja, bis dann. Ich hau rein, geh in die Nacht, werkel mir hier noch ein bisschen am Wolf oder den Fuchs. Bis dann. Haut rein.